Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludowig und ich bin Charlotte Haunhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. In der heutigen Folge geht es um Chatbots und wie sie die Arbeit von HR-Abteilungen verändern können. Aber keine Sorge, ich habe uns allen erspart, dass ich jetzt diese Moderation von einer KI habe schreiben lassen. Mein heutiger Gast für diese Sendung ist Georg Pepping. Pepping ist seit 2010 der Geschäftsführer für Personal und Arbeitsdirektor bei T-Systems. T-Systems, das ist eine Tochterfirma der Telekom, die international IT-Dienstleistungen für Unternehmen anbietet, also zum Beispiel den Umzug auf die Cloud, aber es geht eben auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz, die ja in den vergangenen Monaten besonders viel diskutiert wurde. Pepping selbst sagt, dass Chatbots, wie jetzt zum Beispiel ChatGPT, maßgeblich verändern werden, wie HR-Abteilungen arbeiten, wie sie zum Beispiel mit Bewerbern umgehen, aber auch im Personal Branding. Und mich interessiert natürlich auch, wie es seinen eigenen Job verändern wird. Herzlich willkommen, Georg Pepping. Vielen Dank für die Einladung. Herr Pepping, jetzt muss ich erst mal fragen, welche Teile Ihres Jobs, würden Sie sagen, könnten denn heute bereits von einer KI übernommen werden? Ich glaube, viele Dinge, wo ich um Rat gefragt werde, wenn es dann etwas ist, was sich aus Dingen erschließt, von Texten und, oder Dingen einfach wissen, was man greifen kann. Nicht das persönliche Erfahrungswissen, was man natürlich auch einbringt in den Job. Das sind Dinge, die da wird sicherlich nach vorne gesehen. Beratungsfunktionen, Wissensfunktionen, die mit meinem Job auch einhergehen, die werden sicherlich dadurch zumindest mal unterstützt, vielleicht in Zukunft auch in Teilen ersetzt werden. Aber gibt es jetzt gerade schon Dinge, von denen Sie sagen, das würde ich jetzt zeitnah auslagern, weil muss ich eigentlich nicht mehr selber machen? Ich weiß gar nicht, ob jetzt in meiner Position glaube ich eher, dass es Dinge gibt, die ich dann wieder zu mir zurückholen kann. Also sprich, wenn es darum geht, Präsentationen zu erstellen oder Vorträge zu erstellen, sind natürlich Dinge, wo ich heute Hilfe in Anspruch nehme, ja, Ideen einbringe, aber dann auf die Hilfe meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückgreifen kann. Und das sind Dinge, die natürlich mit einer solchen ChatGPT, und wenn man drauf schaut, kann man relativ schnell selber Dinge erstellen und die Dinge, die man vorher vielleicht ausverlagert hat, kann man auch wieder zurückholen. Also das heißt, es hat, glaube ich, beide Entwicklungen. Ein Stück weit, KI wird uns auch ermöglichen, Dinge wieder selber zu tun und sehr effizient tun zu können. Das auf meinem persönlichen Job, aber ansonsten wird es natürlich die HR-Arbeit in vielen Teilen verändern, tut es schon heute, ja, wie Chatbots Einzug gehalten haben, und jetzt kommt halt eine sehr starke Weiterentwicklung davon, und deswegen wird es in vielen Teilen die HR-Arbeit, wie sie heute erledigt wird, verändern. Genau, wir sind hier auch in einem Podcast zum Thema New Work. Tatsächlich gab es hier bereits in der HR-Welt in den vergangenen Jahren ein paar Veränderungen. Ich werfe jetzt mal so die Buzzwords hin: Fachkräftemangel, die Generation Z, die ganz andere Ansprüche hat an Arbeit, flexible Arbeitszeiten, Homeoffice seit Corona. Ganz konkret, welche Rolle wird denn KI für HR zukünftig spielen aus Ihrer Sicht, gerade in diesem Konglomerat an Veränderungen, das wir beobachten? Also mein Blick auf das Thema Künstliche Intelligenz, viel diskutiert. Ich glaube, wir sehen jetzt die ersten realen Dinge. ChatGPT ist sicherlich ein erstes Thema. Large Language Modelle, die in fantastischer Qualität Texte produzieren können, auch Kalkulationen durch kleine Programme schreiben können. Das ist sicherlich erst am Anfang einer Entwicklung, und ich denke, dass man diese Entwicklung auch nicht unterschätzen darf. Wie spielt's rein? Ich glaube, dass in generell, was man sehen kann, schön auch an der Pandemie, dieses Zusammenspiel von Mensch-Maschine oder Mensch-Technologie verändert sich. Und diese Schnittstelle, wie sie heute definiert ist, das wird ein laufender Prozess sein, die sich an vielen Stellen neu definiert. Sie wird vielleicht in Teilen dazu führen, dass auch bestimmte Dinge jetzt komplett autonom durch Systeme gemacht werden können. Braucht noch ein bisschen Zeit, aber das wird sicherlich auch kommen. Aber am Ende des Tages ist es eine Verschiebung, eine laufende von, ich nenne es mal, Mensch- und Maschine-Schnittstelle. Und in welche Richtung verschiebt sich diese Schnittstelle? Zweierlei Sachen. Also der eine Punkt ist sicherlich uns auch wichtig geworden für uns und auch erlebbar, gerade finde ich durch die Pandemie, dass
Dinge, wo wir uns persönlich Zeit füreinander nehmen und aber auch, wo das persönliche Gespräch und das physische Zusammenkommen im wirklich gegenüber sitzen. Das heißt, wir wiederentdecken auch den Wert von menschlicher Interaktion, mhm, ja, und einer tieferen menschlichen Interaktion. Und auf der anderen Seite, wo Themen, die einfacher erbracht werden können durch Nutzung von Technologie. Und jetzt ein klassisches Beispiel war ja, wer hätte vor der Pandemie gedacht, dass viele Tätigkeiten, die wohl vorgesagt waren, dafür muss man sich treffen, physisch, mhm, muss zusammenkommen. Ich nehme mal das Beispiel Vertrieb, klassisch jetzt in unserem Geschäft, der sogenannte B2B-Vertrieb. Mhm. Da war es typischerweise so, ich muss zum Kunden raus, ich muss mich beim Kunden treffen. Ein Beispiel dafür, heute werden viele Projekte, die wir machen, viele Geschäfte, die wir abschließen mit Kunden, die Interaktion findet virtuell statt oder zumindest mal hybrid statt. Zweites Thema, sicherlich auch etwas, wenn wir mit agilen Methoden Software entwickeln. Auch da gab es einen vor der Pandemie einen starken Überzeugung und starke Überzeugung, dafür müssen die Teams vor Ort zusammenkommen. Und das heißt, wir haben dann auch Teams aus unterschiedlichen Ländern zusammengebracht, in eine Räumlichkeit mal zusammen dann gearbeitet im Scrum-Modus mit Daily Stand-Ups und. Und auch da haben wir gelernt, nein, auch das kann man jedenfalls in großen Teilen virtuell machen. Und hier ein Beispiel, was ich sehr beeindruckend finde, ist die Corona Warn App, die wir zusammen mit SAP entwickelt haben. Ist ja über 40 Millionen Mal heruntergeladen worden. Die ist in 7 Wochen die erste Version rein virtuell. Die Teams haben rein virtuell, die haben sich nicht einmal physisch treffen können durch den Lockdown. Ist in 7 mhm. Wochen virtuell geschaffen worden. Und es zeigt halt Möglichkeiten, wie Technologie genutzt werden kann. Aber es muss aus meiner Sicht laufender Prozess. Ich muss mir gut überlegen, welche Sachen kann ich ersetzen, welche auch nicht. Und ich muss diese Schnittstelle immer neu auch ausregulieren, ausprobieren, evaluieren. Und einige Dinge, die wir auch herausgefunden haben, die wir vorher vielleicht oder jetzt in der Pandemie virtuell gemacht haben, die holen wir auch zurück in den physischen Raum, weil wir gelernt haben, dass mit zunehmender virtueller Arbeit bestimmte Dinge auch im persönlichen Kontakt wichtig sind und ansonsten Bindung zum Unternehmen, zum Menschen, zum Team verloren geht. Aber wenn ich das jetzt übertrage, was Sie gerade gesagt haben über die Teams und die Frage, ob die sich treffen müssen persönlich oder ob virtuell reicht, bezogen jetzt mal auf so Chat-Roboter und ChatGPT ist da ja nur ein Beispiel, heißt das auch, dass wir vielleicht gerade lernen, dass das Gespräch, was wir führen, nicht immer mit einem Menschen stattfinden muss? Es muss es nicht. Und wenn ich mir heute anschaue, jetzt auch ein kleines Beispiel, wenn ich mir angucke, es ermöglicht natürlich auch Technologie erstmal asynchron zu arbeiten, also zeitlich. Ja, und wenn Sie in meinem Unternehmen, wir arbeiten über 20 Länder, unterschiedliche Zeitzonen, die Kommunikation muss ja nicht immer synchron stattfinden. E-Mail ist ein klassisches Beispiel für eine asynchrone Kommunikation. Und man ist ja auch nicht immer, wir sind ja auch nicht immer gleichzeitig erreichbar. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, natürlich, wenn ich so, Beispiel, heute Morgen kam noch die Nachricht, dass Automobilhersteller jetzt überlegen, ChatGPT einzusetzen, um Handbücher zu ersetzen. Ja, mhm. Also sprich Assistenzfunktionen, technische Unterstützungen, wo ich einfach mal einen Rat brauche. Heute, da gehe ich heute vielleicht ins Internet rein und ich google das. Vielleicht habe ich schon in der Vergangenheit über Sprachassistenten wie Alexa und andere Dinge gemacht und morgen mache ich das über ChatGPT. Also von daher, es wird einen großen Teil geben, wo ich nicht die Konversation und den Austausch mit einem Menschen brauche. Aber wenn Sie da jetzt mal konkret werden auf Ihren Bereich, also auf den HR-Bereich, was glauben Sie denn, wo braucht es noch persönliche Kommunikation und wo werden wir das vielleicht outsourcen? Also werden Vorstellungsgespräche noch persönlich stattfinden oder wird da vielleicht eine KI den ersten Aufschlag machen? Das ist eine interessante Frage. Ehrlich gesagt habe ich noch keine abschließende Meinung dazu, aber jetzt auch hier zwei Entwicklungen. Also der eine Punkt ist, wir stellen ja nicht nur Mitarbeiter ein, wir stellen Menschen ein. Mhm. Von daher glaube ich, dass das persönliche Interview und ob das jetzt per Video stattfindet, aber ich glaube, dass das nach wie vor eine Rolle spielt. Und insoweit glaube ich nicht, dass es klug wäre, das komplett zu ersetzen. Zweiter Punkt, wir haben jetzt in den vergangenen Jahren auch Dinge eingeführt wie Online-Tests. Ja, also wenn Sie sagen, ich stelle einen Software oder wenn Sie einen Softwareprogrammierer einstellen, dann die fachlichen Fähigkeiten abzuprüfen oder auch psychologische Online-Tests, die Sie vorgelagert im Recruiting-Prozess machen, um bestimmte Dinge abzuprüfen. Das haben Sie vorher halt sich auf diese Dinge verlassen. Wenn dieses jetzt mehr oder weniger dann halt auch durch eine Chat-GPT-Funktion, also durch Large Language Modelle. Und wir lesen ja erste Beispiele auch, wo Tests ersetzt werden. Dann ist natürlich die Frage, kann ich darauf noch vertrauen? Mhm.
Deswegen sage ich, da habe ich noch keine abschließende Meinung zu, weil wir müssen uns auch überlegen, wie ich natürlich verifizieren kann, ob das, was ich dann produziert habe als Arbeitsprobe, Arbeitsergebnis, ob sie auch eigenproduziert ist, ja oder nein. Und auch diese Grenzen verschieben sich ein Stück weit. Da werden wir als Personalfunktion sicherlich auch nochmal überlegen und draufschauen müssen. Ja, und es gibt Beispiele, wo ja schon auch was Interviews anbelangt. Sie können halt mit solchen Technologien auch natürlich auch falsche Dinge produzieren, also sprich falsche Eindrücke erzeugen. Und das müssen wir uns auch angucken. Ich würde tatsächlich sogar so weit gehen, dass das, glaube ich, sehr disruptiv verändern wird, wie wir Bildung wahrnehmen. Also was wir eigentlich noch lernen müssen, was wir selber wissen müssen. Und ich meine, der Prozess läuft ja schon länger. Wo müssen wir herausfinden? Nur noch, wie wir es finden, wie wir wahr von falsch unterscheiden. Besonders interessant fand ich da jetzt zum Beispiel auch diese KI von Bing, die ja quasi in die Suchmaschine eingebaut ist, dass ich meine Fragen wirklich dort direkt stelle und die Suchmaschine nicht mehr verlassen muss. Mhm. Was könnte denn da die Antwort sein, wenn wir kein Wissen mehr abfragen? Was fragen wir denn dann ab? Fragen wir dann vielleicht ab, wie Menschen zu uns persönlich passen, emotionale Intelligenz? Was können Sie sich da vorstellen? Na, wir prüfen ja heute auch nicht nur rein das Fachwissen ab, ja. Und da geht es mir darum, wenn es die Aussage, die bezog sich gerade drauf auf die Frage, wie viel Fachwissen ist denn erforderlich? Was wir nach wie vor natürlich abprüfen, das wird bleiben, ich sag mal, menschliche Passung, das heißt Charakter, Einstellung, Themen wie emotionale Intelligenz, weil am Ende arbeiten nach wie vor Menschen miteinander, auch wenn Maschinen an vielen Stellen zwischengeschaltet sind. Also der Teil wird auf jeden Fall bleiben. Der zweite Punkt, was Wissen anbelangt, ich gehe davon, meine Sicht darauf ist, dass die Frage, wie erschließe ich mir Wissen, eine größere Bedeutung kriegt als Wissen vorzuhalten. Wissen erneuert sich, Wissen ist einfacher auffindbar als je zuvor und wird einfacher werden. Sich reines Wissen, also reine Information zu erschließen. Ja, aber das Thema, wie erschließe ich mir Wissen, gerade auch wenn es um neue Dinge geht, wenn ich auf Probleme stoße, die bisher nicht gelöst waren und deswegen auf vorhandenes Wissen zurückgegriffen werden kann. Ich glaube, dass diese Themen größere Bedeutung gewinnen werden und deswegen ist die Wissenserschließung ein Punkt, der wichtiger wird für Unternehmen und auch für generell für die Bildung. Ja, Bildung muss sich darauf konzentrieren, auch in den Schulen. Das ist etwas, was ich bemängle, auch an deutschen Schulen, dass noch viel zu sehr auf Wissensvermittlung gesetzt wird und zu wenig auf Wissenserschließung. Und der zweite Punkt, den haben Sie gerade angesprochen, das kritische Auseinandersetzen mit generierten Inhalten, ja, mit aus Daten generierten Informationen. Ja, Information heißt ja noch lange nicht daraus, dass daraus Wissen wird und aus Wissen ist noch lange keine Weisheit geworden. Das ist sicherlich ein ganz, ganz kritischer Punkt und auch da sehe ich das zum Beispiel im Umgang mit sozialen Medien. Das sehe ich auch bei meinem Sohn. Die Frage nämlich, eine Meinung wiederzugeben, die ich aufgeschnappt habe oder aufgenommen habe über soziale Medien, die zu hinterfragen kritisch, die Quellen zu hinterfragen. Ich glaube, dass das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit werden wird. Und der dritte Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist, dass je mehr wir uns abstützen auf technische Systeme, Algorithmen, dass wir zumindest die Grundzüge und die Chancen und Risiken verstehen. Also wie funktioniert ein Large Language Modell à la ChatGPT? Mhm. Ja, ist ein großer Wahrscheinlichkeitsrechner. Aus vorhandenen Texten werden ja dann die nächsten Wörter errechnet. Und auch das sind für mich drei Bereiche, die Wissen, die wichtig sind für das Thema Bildung und demzufolge auch wichtig, nicht nur in der betrieblichen Bildung im Unternehmen, sondern sehr wichtig auch für Universitäten und viel, viel wichtiger noch für die Schulen. Aber da nochmal eine Nachfrage, wie prüft man das konkret ab? Also wenn Sie jemanden einstellen, wie können Sie zukünftig erfassen, ob die Person kritisch denken kann, Dinge hinterfragt, legt man der dann ein Fake-Text von einer KI geschrieben und die Person soll die Fehler finden? Oder was wäre da eine Möglichkeit? Naja, was wir heute machen ist, wenn wir Einstellungsinterviews führen, geht es natürlich auch darum, dass wir Probleme schildern und sagen, Mensch, hier ein ganz praktisches Problem, wie würdest du denn herangehen? Mhm. Ja, die klassischen Fragen oder ich bin jetzt gerade im Unternehmen angefangen, wie würde ich denn herangehen? Wie würde ich denn meinen Job anfangen? Wie würde ich das denn mich dort einfinden? Über solche Themen versuchen wir uns natürlich oder abzuprüfen, wie erschließe ich mir Wissen, wie gehe ich an ein Problem, an eine Problemlösung heran
Und meine Aussage bezog sich darauf, wir haben angefangen, an bestimmten Stellen, Beispiel Arbeitsproben über Online-Tests, Softwareprogrammierung, da Teile im Recruiting-Prozess zu ersetzen. Und wenn diese Arbeitsproben natürlich künstlich generiert werden können, dann kann ich nicht mehr beurteilen, ob sie denn selber erstellt wurden. Und deswegen kann es durchaus sein, dass wir vermehrt dann auch diese Arbeitsproben oder mehr Teile auf strukturierte Interviews verwenden werden oder auf online auf reale Assessments, Realtime, weil ich die Online-Assessments nicht mehr auf Richtigkeit oder auf Wahrheit überprüfen kann. Mhm. Es war noch eine offene Frage, müssen wir diskutieren, ist noch sicherlich zu früh. ChatGPT ist seit November verfügbar und hat uns gezeigt, wie stark natürlich Large-Language-Modelle, hat uns einen Eindruck gegeben, da sind wir erst am Anfang, aber ich finde, das ist eine offene Frage, die wir als Personaler auch diskutieren müssen. Sie haben vorhin einen interessanten Satz gesagt. Sie haben gesagt, wir stellen nicht Mitarbeiter ein, sondern Menschen und dass es dementsprechend nicht klug wäre, diese Kennenlerngespräche nicht persönlich zu führen. Nun ist die andere Seite der Medaille ja aber auch, dass wir einen massiven Fachkräftemangel haben und ich vermute, gerade Sie in Ihrer Branche können ein Lied davon singen, wie schwierig es ist, überhaupt noch Bewerberinnen und Bewerber zu finden für bestimmte Jobs oder auch wie schwierig es ist, Leute zu finden, die die HR machen. Von daher, das eine ist jetzt sozusagen das, was wünschenswert wäre, persönlicher Kontakt. Die andere Frage ist für mich aber auch, was ist denn noch machbar? Also inwiefern können wir uns das überhaupt noch so aussuchen, wen wir einstellen, wie wir da vorgehen? Manche sagen ja auch, zukünftig werden die Unternehmen sich eher bei den Leuten bewerben müssen als andersrum. Wie ist da Ihr Blick drauf? Also erster Punkt ist in der Tat, wir haben einen großen Fachkräftemangel, gerade in technischen Bereichen. Das in Deutschland fehlen allein, wenn ich das richtig weiß, 137.000 haben wir offene Stellen derzeit, was IT digitale Tätigkeiten anbelangt. Und ich gehe davon aus, das wird bleiben. Warum? Weil einfach eine massive Digitalisierungswelle einsetzt, beschleunigt durch Corona. Das betrifft nicht nur die Anbieter von Technologie oder IT-Service-Unternehmen wie mein Unternehmen, sondern das betrifft natürlich auch jetzt Kundenunternehmen. Auch hier findet Digitalisierung statt. Beispiel Automotive, jawohl, natürlich jetzt, früher war es vielleicht das Auto und der Motor, heute ist es die Intelligenz im Auto, die entscheidend darüber ist, ob ich ein Auto verkaufe, ja oder nein. Mhm. So, das heißt, Fachkräftemangel wird bleiben. Zweiter Punkt ist, der Arbeitsmarkt ist global. Und das hybride Arbeiten hat sicherlich dazu geführt, dass auch die Frage von wo wird gearbeitet. Also das hybride Arbeiten ist gekommen, um zu bleiben. Ja, und das heißt, wir arbeiten ja schon heute auch, mein Unternehmen hat über 20 Länder gearbeitet, da mussten Teams und konnten nicht immer reisen, natürlich auch über länderübergreifend arbeiten, das sehen wir allenthalben. Und ja, es ist heute so, dass Bewerber natürlich Wert drauf legen, sagen, ich möchte die Möglichkeit haben, remote zu arbeiten, ich möchte nicht jeden Tag ins Office kommen, ich möchte für die Tätigkeit nicht umziehen müssen, ich möchte die Möglichkeit haben, zum Beispiel nicht in Ballungszentren zu wohnen, wo die Mietpreise hoch sind. Das heißt, Unternehmen müssen sich darauf einstellen, adaptieren, das tun wir auch, wir ermöglichen das. Aber wir brauchen trotzdem den persönlichen Austausch. Und je mehr ich über Distanz arbeite, umso mehr brauche ich trotzdem ein Vertrauen, was ich aufbaue zu Menschen. Und wir müssen Wege finden, wie wir das tun. Das heißt, meine Überzeugung ist, hin und wieder muss man sich treffen, vielleicht nicht so häufig. Man muss sich vielleicht am Anfang häufiger treffen, später, wenn man eine bestehende Arbeitsbeziehung hat, weniger. Aber wir müssen Wege finden, wie ich den menschlichen Kontakt über Distanz aufrechterhalte und die menschliche Bindung. Ja, und demzufolge auch da wieder, wir müssen es neu attestieren. Ja? Aber sich hinzustellen, zu sagen, naja, wie in der Vergangenheit, der Arbeitsort ist hier in Bonn und du musst nach Bonn umziehen und bitte 5 Tage im Büro, die Arbeitswelten, die gab es schon länger nicht mehr und die gibt es heute auf keinen Fall. Man wird es in Zukunft auch nicht geben. Ich frage mich immer so ein bisschen, ob dieses mit dem persönlichen Kontakt, der uns so wichtig ist, ob das nicht auch sehr unsere Sicht heute auf dieses Thema ist, weil wir es halt auch so gelernt haben. Also wir hatten zum Vorgespräch darüber, ihr Sohn ist 14 und wächst sehr digital auf. Mein Sohn ist 5 und ist auch schon mit allen digitalen Möglichkeiten vertraut. Mhm. Und ich frage mich manchmal, ob wir da, wenn wir über diese junge Generation reden, die sich die Jobs ja einfach gesprochen aussuchen kann, also wo einfach es ein sehr viel breiteres Jobangebot geben wird für sehr wenig Leute, ob denen das dann noch so wichtig sein wird, dieses persönliche Gespräch, oder ob die nicht sehr stark daran gewöhnt sind, dass man sich vielleicht auch über bestimmte Dinge dann eher mit einem Chatbot
unterhält und vielleicht diesen menschlichen Kontakt, wo wir jetzt gerade sagen, das ist es doch, was uns irgendwie hervorhebt und was sich nicht wegrationalisieren wird. Glauben Sie, da wird es eine Veränderung auch geben bei den Generationen? Da gibt es mit Sicherheit Veränderungen bei den Generationen. Und Sie hatten gerade meinen Sohn angesprochen. Natürlich baut er auch Beziehungen und pflegt Beziehungen über Distanz. Ja, wenn er mit in seiner Gaming-Community unterwegs ist, da spielt er mit Leuten rund um den Globus. Die hat er nicht getroffen physisch, die wird er auch physisch nicht treffen. Mhm. Das heißt, natürlich gibt es dort einen anderen Zugang zur Technologie, Nutzung, und für den ist das völlig normal. Zweiter Punkt ist aber auch, das sehe ich auch bei ihm, aber das sehe ich jetzt auch bei uns hier im Unternehmen. Wir stellen ja auch sehr viele junge Leute ein, und auch da ist es mitnichten so, dass es ist, bitte alles nur remote. Mhm. Sondern eher umgekehrt, auch da erlebe ich ich verlange eher, dass wir auch Team-Meetings haben, dass wir zusammen was machen, einen Austausch haben. Das heißt, es ist mitnichten so, dass jetzt die Generation ist rein virtuell und die wird nur noch im Metaverse mit Avataren unterwegs sein und rein virtuell leben. Das erlebe ich nicht so. Ja, die Wette auf das Metaverse ist bisher nicht so gut gelaufen. Ja, aber das auch da, glaube ich, es gibt ja das Paradox. Das heißt, wir überschätzen immer die Geschwindigkeit, mit der technische Veränderungen greifen, Beispiel autonomes Fahren, glaube ich, war für 2025 angesagt. Das verschiebt sich, das heißt, mhm, da sind wir überoptimistisch und wir sind unterschätzen aber die Auswirkungen. Und deswegen ist mein Blick auch aufs Metaverse. Ja, die Avatare sind auch künstlich, Bandbreite fehlt an manchen Stellen noch, die Brillen, die man trägt, sind vielleicht ein bisschen unkomfortabel. Aber wir sind da am Anfang einer Entwicklung und deswegen, die sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, dass wir dort auch vieles sehen werden. Ich habe jetzt in Finnland das gesehen, wie wir mit haptischen Sehen unterwegs sind. Also da gibt es vieles, was in der Entwicklung ist. Es wird greifen, dauern, bis sie halt im Alltag ankommen, bis sie alltagstauglich ist, aber es wird kommen. Ja. Und nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage, erster Punkt ist, ich erlebe das mitnichten so, auch bei meinem Sohn, da verschieben sich das, vielleicht größere Anteile, man ist gewohnt, es einfacher virtuell und Technologie zu nutzen. Ja, das ist intuitiver, wie es genutzt wird, aber es gibt auch dort das Bedürfnis nach einem menschlichen Raum, wo man zusammenkommt, wo er sich auch mit seinen Freunden physisch trifft und. Erste Aussage, zweite Aussage ist wichtig. Wir kriegen ja mehr Generationen in die Unternehmenswelt rein. Das heißt, wir haben sehr junge Leute. Ja, heute kann ich die Schule schon mit 17, 18 verlassen. Ja, gibt in Deutschland kein Zivil, keine Bundeswehr. Ich komme sehr früh ins Arbeitsleben rein. Ich habe duale Studentinnen und Studenten hier, sehr jung. Und gleichzeitig verschiebt sich die Renteneintrittsgrenze. Das heißt, ich habe auch Mitarbeiter, die 65 sind. So, und das heißt, wir haben mehrere Generationen in die zusammenarbeiten. Hier kommt Erfahrung und Neugier zusammen. Und das heißt, auch hier müssen wir natürlich irgendwie einen Weg finden, weil hier arbeiten Generationen zusammen. Und es ist auch wichtig, dass die zusammenarbeiten. Wir können nicht in Arbeitsgruppen hier arbeiten, die 20-Jährigen, hier arbeiten die 30-Jährigen. Das funktioniert ja nicht. Und das würde uns auch limitieren, wirklich anfassbare und wirklich alltagstaugliche Innovationen für unsere Kunden zu entwickeln. Ich kann jetzt immer noch nicht so ganz greifen, ob Sie beim Thema, welche Auswirkungen werden diese KI-Technologien gerade für den HR-Bereich haben, sind Sie da eher optimistisch oder sehen Sie eher die Gefahren? Nein, was das anbelangt, das Thema, jetzt wieder zurückzukommen auf ChatGPT, Large Language Modelle, Weiterentwicklung von Chatbots, sie wird in großen Teilen Arbeit verändern, sie wird disruptiv sein. Das heißt, Beispiel, wenn ich jetzt, wir bieten unseren 26.000 Mitarbeitern sehr viel Trainings an, ja, Trainingsberatung, welche Trainings sind richtig für mich, passen auf meine Situation, auf das, was ich lernen möchte, lernen muss für meine Kunden, neue Technologien. Also eine Beratungsfunktion, die wird aus meiner Sicht Weiterbildung, da wird es in großen Teilen, wird diese Funktion wird ersetzt werden durch und unterstützt werden durch Künstliche Intelligenz, Chatbots. Im Recruiting werden wir natürlich auch Chatbots einsetzen, Beispiel, wenn es Themen geht, Onboarding-Prozess, ich möchte was über das Unternehmen, über die Kultur lernen, ich habe Fragen. Einiges, heute machen wir das im persönlichen Onboarding-Gespräch, stellen unterstützende Informationen zur Verfügung. Morgen kann ich mich dort mit einer intelligenten KI über das Unternehmen unterhalten. Mensch, wie ist das denn hier bei euch zu arbeiten und. Ist ein zweiter Teil, wo es sicherlich Veränderungen geben wird. Der ganze HR-Service, wo ich heute, ich möchte Urlaub nehmen, wie funktioniert das? Ich möchte Elternzeit, Sie hatten gerade über Mutter
Datenschutz gesprochen. Das heißt, das, wo wir heute schon Chatbots einsetzen, kommt aber natürlich mit ChatGPT dann nochmal eine ganz andere Funktionalität dazu. Dann so Bereiche wie, großer Teil ist ja Erstellung von Konzepten, ein Talentprogramm zusammenzubauen, eine Betriebsvereinbarung zu Remote-Arbeiten zu schreiben. Heute greifen wir dort vielleicht auf Googlen, holen uns Wissen heran bauen dann etwas zusammen. Hier wird es eine große Unterstützung geben, dass viele dieser Dinge, das anbelangt, durch Künstliche Intelligenz zumindest mal vorgefertigt werden können. Und das heißt, es wird hier einen großen Teil von Tätigkeiten, die heute viele Menschen tun, wird dadurch ersetzt werden können, was aber umgekehrt dann auch Zeit gibt, natürlich dann sich auf andere Themen zu fokussieren. Das ist jetzt ja... Also es wird eine Veränderung bringen im Service und für HR. Ja? Das ist jetzt ja Ihre Meinung auf das Thema. Mich würde interessieren, im Journalismus diskutieren wir ja gerade auch ganz viel darüber, was bedeuten eigentlich diese Technologien für das geschriebene Wort, den geschriebenen Text. Ich habe das Gefühl, da gibt es so zwei Strömungen. Die einen sagen, okay, es ist das Ende von allem. Alle unsere Inhalte werden, die Leute werden die Suchmaschinen gar nicht mehr verlassen. Alle unsere Inhalte werden dort gelesen. Es ist eigentlich völlig egal, wer den Text geschrieben hat. Und die anderen sagen, nee, es ist eine super Zeit, weil jetzt wird wieder der Wert von echter Recherche, echten Gesprächen, von diesem Human Touch, den Sie am Anfang genannt haben, das wird wieder wertvoller werden. Wir können uns mehr auf unser Kerngeschäft konzentrieren und Texte schreiben, die eine KI, die ja eben mit Daten gefüttert werden muss, die bereits da sind, nicht leisten kann. Ist das bei HR auch so? Also gibt es da so unterschiedliche Strömungen, wie man auf die Entwicklung schaut? Oder sagen alle, es wird es verändern, aber das wird uns auch Arbeit abnehmen? Also erstens glaube ich, meine Schwester ist ja auch im Journalismus unterwegs, ich glaube, dass dort die Anwendung und wenn man sich schaut, wie Informationen, also das ganze Nachrichtenwesen, Informationen zusammenzustellen aus aller Welt in kurzen Snippets zusammenzustellen, da ist das im Journalismus viel, viel mehr, ist man schon weiter. Die Auswirkungen sind viel, viel greifbarer. Man sieht das ja auch in den Veränderungen und auch was Arbeitsplätze anbelangt. Da hat sich die Medienwelt sehr stark dadurch schon verändert. Da ist der Personalbereich nach meiner Beobachtung noch ein Stück weit hinten dran. Zweiter Punkt, wir werden das in Teilen sehen, aber wenn es darum geht, Unterstützungstätigkeiten wird es geben, Beratungsfunktionen wird es eine große Hilfe sein. Aber an den Punkten, und da haben wir auch für uns klare Festlegungen getroffen, nicht nur aufgrund von rechtlichen Vorgaben, sondern einfach aus Werten heraus, überall dort, wo es um Entscheidungen geht, ja, die ich treffe, Beförderung ja oder nein, Promotion ja oder nein, Einstellung ja oder nein, haben wir für uns klar definiert und ich halte es auch für ratsam, diese Entscheidungen werden nach wie vor getroffen, sie werden unterstützt. So, und deswegen glaube ich, wird es hier ein Und geben. Ob das so stark und wie es im Journalismus diskutiert wird, kann ich jetzt noch nicht beurteilen, aber es wird einen Raum geben und das beurteile ich auch für den Journalismus so, es wird einen Raum und Interesse geben, wo ich dann auch wahrscheinlich nicht generiert durch KI, sondern echt. Und das glaube ich auf jeden Fall, dass das geben wird und das wird es auch im Personalbereich geben. Ja, und wir haben für uns festgelegt, wir haben jetzt ein Manifest in der Deutschen Telekom sehr frühzeitig. Es gibt ja auch eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit Digital Ethics sehr frühzeitig auseinandersetzt. Und das heißt, wir haben einen Rahmen gesetzt für, wie wir KI anwenden wollen. Und da ist auf jeden Fall so, diese kann Entscheidungen unterstützen. Sie wird aber Entscheidungen nicht ersetzen. Das heißt, gerade im Personalbereich, wo wir viele Entscheidungen über Menschen treffen, mit Menschen treffen, dieser Prozess wird zwar unterstützt werden, aber er wird nie durch die menschliche Entscheidung ersetzt werden. Das halte ich auch für richtig. Ich halte es auch für richtig für Vertrauen im Unternehmen und fürs Zusammenarbeiten, dass wir dort auch klar zeigen, wo sind Grenzen, ja, die wir wollen, die wir auch beibehalten wollen. Nun sind Sie ja selber Geschäftsführer für Personal und Arbeitsdirektor. Mich würde noch interessieren, wie nah sind Sie denn persönlich an diesen Prozessen überhaupt noch dran? Also stellen Sie die Leute noch selber ein? Sagen Sie selber, so muss ein Vorstellungsgespräch bei uns laufen, das sollten wir bei Personal Branding machen oder ist man da eher nicht mehr so in Kontakt mit den Bewerberinnen und Bewerbern? Na, ich bin ja selber persönlich immer dann involviert, wenn wir für Führungspositionen oder sehr herausgehobene Expertenfunktionen Menschen suchen fürs Unternehmen. Ja, da bin ich dann auch persönlich in Interviews involviert und auch in den Einstellungsprozess. Und natürlich habe ich das Bestreben, durch den direkten Austausch mit meinen Mitarbeitern, die es verantworten, die es tun, nah dran zu sein.
aber auch Dinge selber auszuprobieren. Ja, Beispiel, wir haben jetzt gerade die neuen Assessment Center haben wir weiterentwickelt. Und da werden wir jetzt auch, werde ich auch in ein solches Probeassessment reingehen, um es einfach selber am eigenen Leib mal durchzuspielen, um ja dann auch eine fundierte Meinung bilden zu können. Teilen Sie denn die Ergebnisse auch mit der Mannschaft? Ja, natürlich. Also ich, es ist ja so, wir versuchen eine sehr offene Unternehmenskultur zu pflegen. Das heißt, hierarchieübergreifend, dass jeder seine Meinung einbringen kann und dass wir transparent sind und dass wir natürlich auch teilen, was läuft gut, was läuft weniger gut, was ist mein Eindruck davon. Und alte Sprichwort, 4 Augen sehen mehr als 2. Meine Meinung ist da eine von vielen, ist nicht immer die ausschlaggebende und soll sie auch nicht sein. Ja. Und ich hatte einfach schon gesagt, Sie sind ja schon relativ lange dabei, seit 2010. Was sind denn, das ist ja, also in dem Podcast reden wir viel generell auch über New Work, was sind denn die großen Veränderungen, die Sie in den letzten Jahren beobachtet haben beim Thema Recruiting, HR? Wenn Sie es auf 3 sich festlegen müssten. Ach, die großen Veränderungen, die erste Veränderung, finde ich, ist das Thema mobiles Arbeiten oder hybrides Arbeiten. Und nochmal beschleunigt durch Corona. Wir haben 2014 angefangen mit mobilem Arbeiten der T-Systems, aber Corona hat sicherlich nochmal dazu geführt, dass einfach es allenthalben, dadurch, dass alle gezwungen wurden, dass es eine breite Verankerung gefunden hat und deswegen auch das für mich ist die erste große Veränderung, die ich nennen würde. Und das heißt auch die Art, wie wir arbeiten, verändert hat. Der zweite Punkt ist aus meiner Sicht die Globalität der Arbeitsmärkte. Je mehr Wissensarbeit natürlich Einzug hält und Wissensarbeit ist nicht ortsgebunden per se. Das ist für mich der zweite große Veränderungsschritt, dass wir in einer Welt im globalen Arbeitsmarkt mit einem jedenfalls auf Sicht anhaltenden Arbeitskräftemangel. Sie hatten gerade angesprochen, es sind die Unternehmen, die sich bewerben bei den Talenten und nicht umgekehrt. Ja, das ist eine fundamentale Verschiebung, die aus meiner Sicht bleiben wird. Ist das manchmal auch schwer, dass Sie denken, so im Vorstellungsgespräch, das ist jetzt aber auch ganz schön frech oder früher hätten Sie sich mehr Mühe gegeben. Ich entdecke manchmal solche Reflexe zum Beispiel auch schon bei mir, dass ich denke, als es noch andersrum war, also ich im Journalismus gerade war es halt so, man ist groß geworden mit der Vorstellung, es gibt überhaupt keine Jobs und jetzt auf einmal Leute, die ein bisschen Digitalexpertise haben, können doch sehr viel fordern. Reißt denn ja manchmal der Geduldsfaden oder denken Sie, nee, ist schon alles richtig so? Ach, ich würde nie sagen, ist schon alles richtig so, aber erstmal ist es eine Realität und für mich der erste Punkt ist, mit Realitäten muss man lernen umzugehen. Es ist ja nicht immer die Frage, was dir passiert, sondern es ist die Frage, wie gehst du damit um? So, und deswegen nehme ich das als eine neue Realität. Zweitens versuche ich darin auch immer, es fordert uns, sich Gedanken darüber zu machen, es fordert uns, uns anzupassen und ich finde es halt wichtig, dass auch in der persönlichen Entwicklung, wenn ich eine Tätigkeit hätte, ich bin jetzt 13 Jahre hier, aber die war immer spannend, weil sich so viel verändert hat und ich auch Veränderungen mitgestalten kann, aber auch Veränderungen miterleben darf und von daher ist das für mich, gucke ich da so drauf von der Einstellung her, es stellt neue Anforderungen an uns, es stellt Dinge, Anforderungen zu hinterfragen, wir sagen nicht zu allem Ja. Ja, wir werden auch nicht zu allen Forderungen von Talenten Ja sagen, sondern wir suchen die Talente, die zu uns passen. Aber wie in jeder Beziehung ist es so, dass ein Commitment einhergehen muss, dass beide sich aufeinander einlassen und beide sich auch im Laufe der Zeit weiterentwickeln. Und das halte ich für ganz elementar. Ja, und die dritte Veränderung, vielleicht Sie hatten gerade angesprochen, die hat vielleicht nur mittelbare Auswirkungen, aber was mich jetzt schon sehr stark umtreibt, ist, wir leben in einer Zeit, wo uns doch sehr schmerzlich bewusst wird, wie schnell sich von heute auf morgen die Dinge ändern können. Ja, Corona ist ein Phänomen, das schon mal in Kreisen, Fachkreisen diskutiert, dass es nur eine Frage von Wahrscheinlichkeiten ist, wann eine weltweite Pandemie eintritt, ist dann eingetreten, aber das ging natürlich relativ schnell. Wir haben gesehen, wie sich geopolitisch Dinge auf einmal sehr schnell verändern können. Stichwort Krieg in der Ukraine. Wir haben gesehen, dass Klimaveränderungen jetzt stärker reinspielen. Das heißt, es stellt eine neue Anforderung an Anpassungsfähigkeit. Anpassungsfähigkeit von Menschen, von Teams, von Organisationen, von Gesellschaften. Und das finde ich eine sehr spannende Frage, die uns und mich auch persönlich derzeit umtreibt. Das sind so die 3 Dinge, die ich nennen würde, die ich an Veränderung sehe. Und letzter Punkt, Sie haben es angesprochen, wir sind im exponentiellen Zeitalter. Wir erleben gerade, dass Technologie sehr, sehr stark Dinge verändert auf unterschiedlichsten Ebenen. Und es sind halt exponentiell.
Und die Herausforderung des exponentiellen Zeitalters ist, dass Technologie und das Zusammenwirken von Technologie schneller wirkt, als wir eigentlich im Begreifen und im Verstehen und damit auch im Anwenden sind. Und das stellt Herausforderungen. Und wie gehen wir mit diesem Exponential Gap um? Es ist die vierte, ist der vierte Punkt, der mich umtreibt. Ja, und okay. Ich habe nach dreien gefragt. Sie haben es geschafft, noch einen vierten unterzubringen. Jetzt haben wir sehr lange darüber gesprochen, was diese Technologien eigentlich für HR bedeuten. Jetzt muss ich zum Schluss noch fragen. T-Systems bietet ja Dienstleistungen im IT-Bereich tatsächlich an. Da wird das Thema ja auch diskutiert. T-Systems selbst hat ja eine, ich sage jetzt mal, bewegte Vergangenheit. Also jahrelang wurde immer wieder es auch als Sorgenkind in den Medien bezeichnet, weil es Verluste geschrieben hat. Ende vergangenen Jahres kam jetzt aber die Nachricht, dass es nicht verkauft wird, sondern dass es eine Neustrukturierung geben soll. Welche Rolle spielt da vielleicht auch KI? Gibt es da mehr Nachfragen vielleicht von Ihren Kunden nach Applikationen, wie das Ihr Business beeinflussen könnte? Ist das da auch ein disruptiver Faktor? Ja, natürlich. Also das Spannende an der T-Systems ist, und wir gestalten und mit Kunden halt Digitalisierung. Und beispielsweise das Thema Omniverse, ja, oder Metaverse spielt bei vielen unserer Kunden auch eine Rolle. Mhm. Ja, Beispiel, wie sie, kleines Beispiel, wie sie heute ein Auto verkaufen oder wie sie es gestern verkauft haben. Sie gehen hin, gucken sich es an, probieren es aus. Heute können sie es dann im Internet konfigurieren. Mhm. Morgen können sie dann als Avatar sie ins Auto reinsetzen und wirklich erleben, wie es sich anfühlt. Und sie können das Auto in seinen Möglichkeiten wirklich sehr haptisch wahrnehmen. Das sind ein kleines Beispiel davon oder das Thema Digital Twins. Wir arbeiten viel für Automotive Manufacturing, dass jetzt hier wir Digital Twins herstellen. Auch das ist natürlich etwas, was da reinspielt. Und der dritte Punkt ist alles rund um Big Data und natürlich auch damit das Thema, wie ich aus Daten Einsichten generiere. Das heißt, da sind wir bei lernenden Systemen, künstliche Intelligenz. Das treibt unsere Kunden um, das treibt uns um und das macht es auch spannend. Und natürlich, das ist im Portfolio einer T-Systems drin. Deswegen haben wir natürlich auch zum Beispiel zum Thema künstliche Intelligenz eine eigene Area, die dort Dinge, die unseren Kunden anbietet. Ja. Das lässt Sie dann auch positiv auf die Zukunft Ihres Unternehmens schauen? Ja, natürlich. Also das ist das Thema Digitalisierung und das Zusammenspiel von Technologien. Also das Netz, was zunehmend intelligent wird, das ist die Deutsche Telekom, Telekommunikation, das Zusammenspiel mit Cloud, ja, was wir anbieten mit vielen Cloud-Partnern. Und dann das Thema ist erstmal Systemintegration, was auf der Prozess und ab der Applikationsebene kombiniert mit Big Data. Und dafür steht eine T-Systems, diese Technologien verbinden zu können, besser als jeder andere, im Zusammenspiel mit der Deutschen Telekom, das gepaart mit Security, weil auch das wird eine große Rolle spielen. Das lässt uns positiv in die Zukunft schauen und das macht es auch spannend, in der T-Systems zu arbeiten. Und für jeden, der es hört, wer interessiert ist, an diesen Themen zu arbeiten, bitte bewerben bei uns. Das war jetzt noch der Werbeblock zum Schluss. Ich habe mir den Satz nochmal aufgeschrieben: Für mich, mit Realitäten muss man lernen, umzugehen. Daran werde ich jetzt nochmal denken, wenn ich Vorstellungsgespräche führe. Vielen herzlichen Dank, Georg Pepping, für das Gespräch. Ich bedanke mich ganz herzlich. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und dann darf ich an der Stelle auch einen Werbeblock in eigener Sache mal machen, finde ich. Wenn Sie sich für die Themen dieses Podcasts interessieren, empfehle ich Ihnen auch unseren Karriere-Newsletter. Der erscheint einmal die Woche, immer dienstags. Und abonnieren können Sie ihn unter www.handelsblatt.com/karriere-news.